Ach, nee. Ah, das ist doch. Ach, puh. Okay, gibt es hier irgendwas Besonderes, weil ich gerade einmal hier oben bin? Nee, nee. Gut. Also wird es darauf hinauslaufen, dass wir eines Tages doch gegen unseren Bruder kämpfen. Oh, oh. Hör mal, habe ich hier gerade einen Bär gehört? Ach, na toll. Malakas! Komm her, ja, du Lümmel! So, komm mal her, hier, eine kleine Tanze. So. So, weiches Leder, 8 Stück. Ja, nice. Ach, da vorne muss ich ja hin, ja? Oh, ist das Wildschwein noch von uns? Ich höre doch schon wieder einen Bär. Oh ne, ein Wildschwein gegen einen Bär? Okay, wir würden da gewinnen. Na gut, na gut, na gut. Ey, was macht ein Sparta hier? Oh, Mr. Krabs. Oh, Entschuldigung. Hallo, ich möchte mit dir reden. Und? War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Okay. Er weckte Erinnerungen. Na, warte mal, da wird doch wahrscheinlich gleich eine Folgequiz kommen. Genau, mehrere Quests angenommen, da müssen wir gleich mal reingucken. In das Menü. Machen wir das mal ganz kurz. Aus den Schatten, das waren ja die alle hier, ja? Das ist erstmal noch uninteressant. Was haben wir denn hier? Sammle Artefaktfragment. Der einzige Weg, die wahre Macht des Speers zu entfesseln. Bestand darin, das Artefaktfragmente aller Mitglieder des Kults des Kosmos einzusammeln. Okay, davon haben wir jetzt 1 von 3. Und was ist das? Wir kommen in Athen. Treffen Sie. Zeigt er mir jetzt eigentlich da irgendeine. Und sammle Artefaktfragmente, verbessere den Speer. Ja, gut, das wird ja denn Zufall sein, ob die wir. Mal treffen, oder? Warte mal. Hä? Guck mal, mir zeigt er was an. Nee, zeigt doch nicht, nee. Er zeigt mir das da an. Die uralte Schmiede, okay. Na gut, dann müssen wir jetzt eine Quest eine andere nehmen. Nehmen wir die erstmal. Oder wir gehen nochmal nach Fogis zurück und machen dieses hier. Nee, warte mal, nicht nach Dings. Der Minotaurus. Gehe nach Pefki. Das könnte man theoretisch machen. Theoretisch? Warte mal, das müsste mir eigentlich hier irgendwo angezeigt werden. Wo ist denn Pefki? Pefki, Pefki, Pefki. Was ist das eigentlich für ein komisches Zeichen? Die Chimera. Das könnte man theoretisch machen. Das Mitglieder vom Kult? Oder was ist das? Wo ist jetzt gerade unsere Hauptquest? Ich gucke gerade, ich suche gerade ein bisschen.
weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Wo ist gerade unsere Hauptquest? Wird die mir wenigstens jetzt irgendwo angezeigt? Da. Okay, pass mal auf, dann machen wir dahin. Das ist nicht so weit. Das geht immer noch. Alle Seeleute an Bord! Wir sind bereit, wenn du es. Alle auf ihre Posten! Wollt ihr jetzt kämpfen oder war es jetzt ein Zufall? Jetzt wollen die echt kämpfen. So. Und einmal rammen hier noch. So, komm hier, volle Breitseite, immer wieder Gegner. So, guck mal, haben wir da Hühnerschreck, die Kollegen. So. Immer noch mal ein bisschen Speed. Dann rammen wir die einfach weg. So, und Enter einleiten. So, die haben wir uns doch gezeigt, denke ich. Oh, brennt hier was? Oh, jetzt kribbelt gerade die Nase. Jetzt muss ich doch nicht gleich niesen. So, einer ist weg. Du wolltest gerade zuhauen. Geh doch übers Bord. So, das war's, ja? Sehr nice. Komm, durchsuchen wir hier einmal. Kriegsmaske und Olivenholz. Naja, okay, das ist jetzt nicht so der Burner. Aber wir haben sie ja nur aus Versehen gerammt. Was reden? Nein, ich will jetzt nicht reden, ich will das Kommando übernehmen. Erhöht das Tempo! Das sieht doch wertvoll aus. So. Ah, Athener Schuhe haben wir noch bekommen. Warte mal. Athener Schuhe, okay. Wir haben es seit dir. Kriegerschaden und kritischer Schaden bei voller Gesundheit. Jägerschaden und Feuerschaden. Nee, ich glaube, da finde ich unsere gerade noch einen Tucken besser. So, Reisegeschwindigkeit und dann 8000 Meter. Das ist aber noch keine Reisegeschwindigkeit. Warum darf ich jetzt keine Reisegeschwindigkeit machen? Weil ich so nur an der Insel bin oder warum? Jetzt! Volle Kanne! Guck mal hier, die Gänse oder Reiher oder was ist das gewesen? Reiher, oder? Okay, 8000 Meter, das geht eventuell ein bisschen schnell. Wenn nicht, werde ich an dieser Stelle einfach einen kleinen Tucken vorspulen. Je nachdem, mal gucken. Liegt an einem Sieg gegen sie. Rudert los!
Zeit. Wir fordern Nike nicht heraus. Wir sollten vorsichtig sein, Kapitän. Dort treibt er das. Wir können es herausfischen. Kampf sind wir nicht gewagt. Gib mir raus! So, ich bin wieder zurück. Ich habe mal auf der Karte geguckt. Ja, weil das ja extrem weit ist. Das ist ja komplett aus unserem Levelbereich. Und guck doch mal. Wir sind Level 14. Guck mal, hier ist es, glaube ich, Level 24, 23 das Gebiet. Hier ist 27, da wird immer höher. Hier unten 26. Und hier müssen wir ja hin. Wir müssen ja hier unten nach Pevki. Empfohlene Stufe 12. Aber das ist ein richtig krasses Levelgebiet. Aber ich versuche da trotzdem mal hinzukommen. Ich versuche nur alle denklichen Piraten aus dem Weg zu gehen, weil ich glaube, die sind einfach viel zu hoch vom Level. Ja, diese kleine Info wollte ich euch mal geben. Ich bin gerade von dem einen Piratenschiff schon getürmt. Ich habe das Level nicht gesehen, aber da war einfach nur ein roter Totenkopf. Und ich glaube, das ist nicht ganz so prickelnd gewesen. Ich glaube, das da vorne ist auch ein Piratenschiff, oder ist das... Athene und Sparta greifen uns ja nicht ohne Grund an. Das sind ja nur die Piraten, die uns hier angreifen. Okay, jetzt sind wir hier echt auf hoher See und ich hoffe, dass das hier kein Piratenschiff ist. Ein prachtvolles Schiff. Aber sollen wir wirklich so nah ran? Naja, ja, ich versuche schon auszuweichen. Wir kriegen gerade EP ohne Ende, weil wir hier andauernd irgendwelche neuen Orte erkunden. Aber ja, ich versuche hier die Leute da aus dem Weg zu gehen. Und ich lausche ein wenig die Gesänge der See. Ja, da haben wir es wieder. Nein, ich will auch keinen Kampf anzetteln. Nein. Ich werde weiter segeln. Guck mal, die müssen ja eh, wenn dann erstmal drehen. Wir gehen ja immer noch mit Vollgas. Sind sie schon weg? Ja, wir sind, okay, sind wir entkommen. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Warte mal, was ist denn das da vorne eigentlich? Guck mal da an der Inselspitze, das sieht so komisch aus. Liegt da ein Schiffswrack oder ist das nicht ganz geladen oder was ist das? Ich fürchte, wir sind hier nicht sicher. Ah ja, ein Schiffswrack, alles klar. Okay, hat man hier ein bisschen schlecht gesehen, aber ist okay. So, 1800 Meter noch. Wir können das schaffen, wir können da einfach mal hinsegeln. War ich zu nah an der Insel? Dann geht die Reisegeschwindigkeit wieder raus. So, aber ich glaube. Ich glaube, wir können da vorne anlegen, ja? Gut, können wir machen. Können wir voll drauf zuhalten. Okay, da vorne sind Piraten. Ich will gar nicht wissen, welches Level die haben. Was ist denn eigentlich? Kann ich Ikaros rausholen? Ja. Level 27. Ja. Die Ruder bereit! Reisegeschwindigkeit! Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht an einen Sieg. Nein, ich will da auch gar nicht. Ungewöhnlich nervös hier, Rodotos. Wir nähern uns einer der ältesten Regionen dieser Welt. Dem Land der Minora. Eine wirklich faszinierende und mysteriöse Zivilisation, die ihrer Zeit weit voraus war. Sollte ich sie besuchen? Von ihrer Zivilisation sind nur Ruinen geblieben. Sie verschwanden vor Hunderten, wenn nicht gar vor Tausenden von Jahren. Doch deine Reise hat Mysterien offenbart, deren Geheimnisse sich mir verschließen. Vielleicht wirst du etwas entdecken, das mir entgegen. Okay, legen wir mal ein. Hafen von Lato. So, ich hoffe, dass es hier echt keine Falle war. Oh, was machst du da?
Bindest du jetzt an oder bleibst du da sitzen? Ey, deine Beine werden gleich eingequetscht. Ey, deine Beine werden gleich eingequetscht. Ich sollte mein Geld gut festhalten. So. Macht die Minotaurus-Führung. Lernt, wie ihr den mächtigen Minotaurus besiegen könnt. Erschlagt das Biest mit dem Trick, den alle Minotauren hassen. Bucht jetzt die Führung, um euch die Enttäuschung zu ersparen, vor eurem kopflosen Körper hochzusehen. Während der Minotaurus euch auslacht. Selbst er glaubt, dass diese Führung die Drachmen wert ist. Macht die Minotaurus-Führung, um euren Eltern die Schande und Enttäuschung zu ersparen. Weil, ich hörte, unser Kind will den Minotaurus erschlagen. Ist es schon siegreich zurückgekehrt? Nein, mein Gatte. Es schlug die günstige Führung eines hübschen jungen Mannes aus und kam tragisch ums Leben. Wir sind das Gespött der Agora. Wir hätten nie Kinder haben sollen. Willst du, dass deine Eltern so etwas sagen, Heldin? Ja? Nein? Dann melde dich jetzt für meine Minotaurus-Führung an. Cooles Teil. Cool. Was ist das hier eigentlich genau für ein Levelgebiet jetzt? 26 bis 30, ja? Ich glaube, ich nehme hier noch keine Quest an. Ich glaube, wir kommen früher, später kommen wir sowieso hierher. So. Minotaurische Vorbereitung. Das ist ja immer noch unsere Aufgabe. Okay, das sieht ja schon alles sehr, sehr nice aus. Nur wenige wissen, dass Theseus. Neuer Ort entdeckt, Lato. Okay. Der Minotaurus scheint hier beliebt zu sein. Ja, guck mal, da wird sogar noch eine zweite Statue gebaut. Cool. Oder arbeitet ja gar keiner. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotaurus. Kein echter Minotaurus würde in Lato leben. Tut er aber. Im Ernst? Ja. In Lato? Ja. Diesem Lato? Ich versichere dir, die Bestie lebt hier und sie sehnt sich nach reichen, mutigen Gegnern für einen Kampf. Erlegtest du den Minotaurus? Kämst du Theseus gleich? Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotaurus muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Es folgen die Prüfungen des Minotaurus. Die Vorprüfung. Die Vorprüfung, na klar. Sagtest du gerade Minotaurus Vorprüfungen? Um gegen den Minotaurus kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Pefki-Regeln. Ah, ja. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotaurus? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das... Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldnerin, ich... Also, wie kannst du nur so etwas denken? Lass mich mal nachdenken. Du bist eine furchtbare Person. Was genau ist der Preis von Pefki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotaurus besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte. Ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotaurus getötet wurden, gehen. Verstehe. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen. Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotaurus mir. Wunderbar. Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Ach,
Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klarzumachen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Ach, und dann Sorge sucht er die nicht. Um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Ha, ha, großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Bitte glaube mir, Heldin, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin, die Vorprüfungen des Minotauros warten. Ich würde lieber das Kind suchen. Wer von euch ist stark, dann beweist euch. Okay, mehrere Quests angenommen. Okay, dann gucken wir uns mal die Quests jetzt an, was wir jetzt haben. Da ist er. So, ich schließe die Vorprüfung der Genauigkeit ab, die Stärke ab. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.